So Leute, heute gibt es nochmal Modern Warfare 2 und zwar nochmal Herrschaft of Estate und das ist der erste Triple Nuke Fail, den ich hier hochlade. Ich nehme es einmal mal vorweg, ich bin einen vor der Triple Nuke gestorben. Richtig, richtig geil. Ja, Estate ist ja eigentlich schon ziemlich ungeeignet. Ich hatte auch ein bisschen Pech, ich musste mir eigentlich die Nukes immer erspielen mit der Waffe. Also ich glaube die erste AC, da bin ich einen vor der Nuke rausgekommen, habe ich mir den Kill noch erspielt. Und bei der zweiten AC habe ich den Nuke bekommen und bei der dritten AC bin ich zwei von Nuke rausgekommen und habe dann, ja, den Nuke gefailt. Naja, das werdet ihr gleich noch sehen. Auf das Gameplay möchte ich eigentlich gar nicht mehr groß weiter eingehen. Ich habe, obwohl ich kann nur sagen, wie gesagt, dass eigentlich hatte ich vor, das 101:6 auf Subbase hochzuladen. Das ist ein noch krasserer oder zumindest gleich krasser Triple Nuke Fail. Aber das hatte ich schon fertig kommentiert, auch fertig gerendert. Deswegen wollte ich das jetzt nicht mit dem Thema, was ich heute ansprechen möchte, neu machen. Das wird dann auch in nächster Zeit kommen. Und zwar möchte ich eigentlich in erster Linie erstmal über Road to Commander reden. Ja, ich habe jetzt zwei Parts hochgeladen. Generell hatte ich das auch so geplant, dass ich immer freitags und sonntags eine Folge hochlade. Ich weiß, dann zieht sich das so ein bisschen in die Länge. Allerdings habe ich keinen Bock, dass meine Abonnenten, dass ihr inaktiv werdet, weil euch Road to Commander nicht gefällt. Und das ist auch der Punkt. Ich habe ja wirklich doch schon eigentlich recht viel, also für meine Verhältnisse viel negatives Feedback bzw. Kritik bekommen für meinen Road to Commander. Und ich kann es auch verstehen. Ihr habt mich, ist zwar schade, es gibt zwar viele, die sagen, ihr habt mich, die mich wegen der Person abonniert haben. Ich denke mal, es wird auch ein paar Leute geben, die mich wirklich, weil sie meine Art mögen, also abonniert haben. Aber es gibt bestimmt mindestens genauso viele, wenn nicht sogar noch viel mehr, die mich halt abonniert haben, weil ich eben ein Channel bin, der halt noch sehr aktiv Modern Warfare 2 bringt. Und deswegen kann ich auch verstehen, dass ihr Black Ops nicht mögt. Und ich kann auch verstehen, wenn viele meinen Rumragen nicht mögen. Aber wie gesagt, so bin ich halt. Und deswegen, ich, an den Views, die Views sind auch nicht so geil, wie, also wie ich es mir jetzt erträumt hätte. Deswegen, ich werde jetzt einfach mal, ich frage jetzt einfach mal, wollt ihr wirklich Road to Commander fertig führen? Ich hatte auch erst überlegt, ob ich vielleicht einen Road to Commander in MW2 mache. Allerdings, also weil es in letzter Zeit nachmittags ja wirklich einigermaßen spielbar ist, was die Hacker angeht. Allerdings habe ich keinen Bock, nicht wirklich Bock drauf, weil ich bin nicht so der Typ von Road to Commander. Ich habe jetzt 10 Folgen insgesamt von Black Ops 1 vorproduziert. Beziehungsweise, 9. Die nächste Folge, die dritte, müsste ich sowieso nachkommentieren, weil da meine Audiodatei verloren gegangen ist, leider. Da würde ich dann vielleicht irgendwie was erzählen. Also die wird dann auf jeden Fall noch kommen, eben weil sie nachkommentiert ist mit einem relativ interessanten Thema eigentlich. Und zwar so meine Zockergeschichte bisher, was ich so alles gezockt habe, welche Games mir gut gefallen haben, welche ich weiterempfehlen würde, wie auch immer. Deswegen, und dann muss ich mal einen Strich ziehen und gucken, ob ich Road to Commander weitermache oder ob ich das abbreche. Wie gesagt, nochmal ein Dank an den Abrimski oder irgendwie, ich guck mal eben nochmal, wie der heißt, nicht, dass ich hier irgendwas Falsches sage. Wie gesagt, Link ist ja in jeder Road to Commander Folge am Start. Auf jeden Fall irgendwie auch der Keks der COD, Abrimski TV, irgendwie so. Der Keks der YouTuber-Szene halt. Auf jeden Fall richtig gute Arbeit. Ist natürlich dann schade, wenn ich das Road to Commander abbrechen würde. Aber trotzdem, schaut bei dem vorbei. Der macht auch Commentaries und so. Der lässt sich eigentlich auch was einfallen. Und wenn euch das gefällt, ich warne euch schon mal vor, für diejenigen, die sowas abfuckt, der ist schon ein bisschen jünger als ich. Deswegen, das hört man an seiner Stimme. Allerdings muss das ja nicht heißen, dass er nicht weiter zu empfehlen ist. So viel dazu. Dann hatte ich mir noch als Thema überlegt, meine Meinung zu LOL zu äußern, ja. Wie gesagt, ich habe mich lange gegen dieses Game gewehrt, aber ich habe es einfach mal, weil ich es mit dem Striker zocken wollte, einfach mal runtergeladen. Ah, ihr merkt, Heuschnupfen zackt. Aber ganz ehrlich, dieses Game, ich weiß nicht, also ich kann mit Fantasy so in der Hinsicht eh nichts anfangen, mit dieses Genre ist mir schon, krieg schon Brechreiz. Und ich meine, in dem Game bin ich schlecht. Ich bin der größte Noob, den es gibt in dem Game. Und das fuckt einfach ab, weil ich bin in wirklich, ohne jetzt überheblich klingen zu wollen, es gibt eigentlich kaum ein Game, wo ich so schlecht bin. Ja, es gibt wirklich viele, auch Singleplayer-Games, ich meine, da komme ich gut klar. Ich meine, Mirror's Edge zum Beispiel.
Das ist mit Sicherheit ein schweres Game, das zumindest, also das durchzuzocken vielleicht nicht, aber da die ganzen Speedruns und so hinzukriegen, beziehungsweise die ganzen Moves hinzukriegen, das ist auf jeden Fall nicht so leicht. Und ich bin in dem Game auch einigermaßen gut. Und auch in MW2 war ich ja auch, es war auch nicht leicht am Anfang, aber man ist relativ schnell reingekommen. Und ich meine, man kriegt in dem Game einfach kaum was erklärt. Und ich sehe es auch gar nicht ein, mir da jetzt Stunden von Tutorial-Material reinzuziehen in YouTube, weil, nee, das muss nicht wirklich sein. Ich weiß nicht, ob ich das Game nochmal weiterzocken werde. Muss ich gucken, warum ich auch schon so eine Aggression gegen dieses Game entwickelt hatte, ist einfach, dass so viele Leute auf dieses Game umsteigen. Und das finde ich einfach, ja, keine Ahnung. Da finde ich COD doch noch um einiges besser als dieses Game. Und das Einzige, was man sagen kann, ist, dass man wirklich als Noob kriegst du null Support. Kriegst du nur auf den Sack. Ich meine, ich schaffe in einem Bot-Game 1 zu 11. Ist natürlich eine krasse Leistung. Ja, das war es eigentlich schon soweit. Mehr wollte ich eigentlich dazu gar nicht gesagt haben. Schreibt mal eure Meinung zu dem Road to Commander und dem LOL. Dem LOL, genau. Einfach zu LOL in die Kommentare, wenn ihr das Game zockt. Ob ihr das aktiv spielt, ob es euch Spaß macht, wie auch immer. Ich werde jetzt den Rest des Gameplays, glaube ich, irgendwie gleich mit Musik hinterlegen. Irgendwie, ja, irgendwas wird mir da schon einfallen. Ich hoffe, es gefällt euch als nächstes. Ich weiß jetzt gar nicht, hatte ich es eben schon gesagt? Wenn nein, dann wiederhole ich es einfach nochmal. Oder wenn ja, dann wiederhole ich es einfach nochmal. Sonst, ja, ich glaube hier schon wieder Scheiße, deswegen müssen wir es schnell hinter uns bringen. Ich habe noch eine Taktik-Messer-Yoga gespielt, ja. Es war natürlich, ich habe halt nochmal mit dem Striker gespielt und es war einfach laggy wie sonst was. Und ja, da blieb mir nichts anderes übrig. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr es wieder gut bewerten. Bis dann, haut da rein. Show me throwing stacks. Love stay with them sex. Chizzle.